Ich bin ganz im Süden von Hamburg für euch unterwegs, damit wir wieder jemanden besuchen können. Magst du dich einmal vorstellen? Gerne, Gina. Hallo, liebe Kinder. Ich heiße Natalia und ich leite die Sternipar Kita Museumsplatz. Seht ihr das Gebäude hinter mir? Das Haus ist ganz alt, über 100 Jahre alt. Früher war das ein Standesamt. Hier konnte man früher heiraten. Fragt eure Großeltern oder Eltern, vielleicht haben sie hier auch geheiratet. Unsere Kita ist ganz groß. Die Kinder können hier forschen, lernen, experimentieren und toben. Wollt ihr reinschauen? Dann kommt mit. Unsere Kita hat ganz viele Schätze. Einige möchte ich mit euch heute teilen. Zuerst möchte ich euch den größten Raum unserer Kita zeigen, den Meistersaal. Kommt mit! Ja, schaff's gut. Super! Ja, genau. Ja. Ups, Vorsicht. So, unsere Entdeckungsreise geht weiter. Wollen wir gemeinsam schauen, was es heute Leckeres zum Essen gibt? Hallo, wir sind die Sternenforscher. Was gibt es heute zum Essen, Noel? Kartoffelpuffer. Sehr gut. So, welcher Tischspruch wollen wir sagen? Georg? Es war immer ein Krokodil. Also, denn eins, zwei, drei. Es war einmal ein Krokodil, das fraß unheimlich viel. Es schmatzte und schmatzte, bis es endlich platzte. Guten Appetit, let's eat! Also, wir essen jetzt und Natalia zeigt euch den Planschraum. Jetzt sind wir in unserem Planschraum, unserer Wasseroase. Hier lernen die Kinder das Element Wasser kennen. Besonderen Spaß macht es den Kindern, wenn Wasserpartys stattfinden, zum Beispiel an den Schlafffesten. Schau den Stern ruhig noch ein bisschen zu und ich gehe jetzt in die Mäuseküche. In unserer Kita haben wir ganz viele Räume, über 50. Wir haben Räume für Krippenkinder, Elementarkinder und Vorschulkinder. Unsere Kinder machen ganz viele Projekte mit ihren Erzieherinnen und Erziehern, forschen und experimentieren viel. Aktuell findet das Projekt Klimafrühstück statt, zum Beispiel. Was ganz Besonderes ist unsere Kooperation mit der Technischen Universität Hamburg-Harburg, das heißt die Vorschulingenieure. Einen der größten Räume, nämlich den Meistersaal, habt ihr schon gesehen. Und jetzt möchte ich euch was ganz Besonderes zeigen. Und nämlich einen unserer kleinsten Räume. Kommt mit! Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute in unserer Kita zu Besuch wart. Ihr seid jederzeit herzlich eingeladen, uns persönlich zu besuchen.